Willkommen zur Top 5 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, liebe Zuschauer, wir haben heute eine ganz besondere Top 5 Show für Sie, denn die dreht sich um das Thema Gadgets. Und das sind kleine Helferlein, die das Leben etwas angenehmer machen, die das Leben aber auch verschönern, mit denen man richtig viel Spaß und viel Freude bekommt und die sich auch optimal als Geschenkidee eignen. Aber nicht jedes Produkt, wie Sie gleich sehen werden, denn wir starten für Sie mit unserem Ranking und Sie werden sehen, dass Platz Nummer 5 vielleicht nicht verschenkt werden sollte. Kann man sich aber selber zu Hause natürlich anbringen und für gute Stimmung sorgen. Denn das, was wir hier haben, liebe Zuschauer, ist klein und unscheinbar und beleuchtet Ihre Toilette wunderbar. Ja, also das ist eher was Persönliches, würde ich auch sagen. Also zum Verschenken vielleicht nicht primär geeignet. Aber für den Eigenbedarf natürlich ideal. Weil ich glaube, jeder kennt das, dass man da irgendwie nachts dann doch noch mal raus muss. Irgendwie zu viel getrunken. Ich meine jetzt Wasser, Tee oder irgendwie sowas. Am Abend zuvor und dass man in der Nacht einfach mal raus muss. So. Und das Schlimmste, was es gibt, finde ich persönlich, ist ja dann, dass man da irgendwie das Nachtlicht das Licht einschalten muss am Nachttisch. Also erstens blendet es einen selbst, dann weckt man den Partner damit höchstwahrscheinlich auch noch auf, finde ich maximal unschön. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Abhilfe und das ist eben dieses LED-Toilettenlicht. Das hängen Sie einfach an die Kante rein, so, das zeigt nach vorne, dann haben Sie vorne den Bewegungssensor und sobald Sie ins Badezimmer eintreten, hier sehen wir es jetzt im Zuspieler, so kommt das da rein. Dann reagiert automatisch dieser Bewegungsmelder und schaltet das Licht ein. Das Licht ist jetzt aber genau innen, in der Toilettenschüssel. Das heißt, indirekte Beleuchtung, formschön, farbschön. Also macht den Toilettengang zu was ganz Besonderem. Und vor allen Dingen, wie gesagt, man wird nicht geblendet. Man wird nicht so richtig wach, kann danach dann auch schnell weiterschlafen. Weil ein sehr dezentes Licht, Sie sehen es auch hier, ganz indirekt, ganz angenehm. Und wie gesagt, man weckt den Partner nicht, kann danach schön weiterschlafen. Tolle Idee. Das Ganze natürlich dann auch batteriebetrieben. Da kommen 3 AAA-Batterien rein. So, und damit ist dann Schluss. Sie können übrigens dann auch noch wählen zwischen 8 verschiedenen Farben. Also wenn Sie es lieber mal blau haben mögen oder lieber mal grün, wie auch immer, völlige Geschmackssache sage ich jetzt nicht. Also bleibt Ihnen überlassen, nennen wir es jetzt mal so. Also das ist höchst unterschiedlich. Ich mache das Ganze dann auch ein bisschen, wie gesagt, individuell. Sie können aber auch einen Farbwechsel programmieren, dass Sie sagen, na, das soll ruhig ein bisschen durchwechseln hier. Mal rot, mal grün, mal blau, mal gelb, wie Sie es haben mögen. Das Ganze leuchtet dann 120 Sekunden lang. Danach schaltet sich es wieder automatisch ab. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, es ist selbstverständlich auch ein Dämmerungssensor integriert. Das heißt, dieses Nachtlicht schaltet sich auch wirklich nur nachts ein und nicht tagsüber. Das wäre dann ja Verschwendung von Batterie, wenn man es sowieso nicht sieht. Von daher ein Top-Produkt und vor allen Dingen ein Megapreis, wie ich finde, mit gerade mal 4,66 €. Kann man sich den Toilettengang verschönern? Ja, vor allem, ich finde das auch ganz fantastisch, liebe Zuschauer. Stellen Sie sich vor, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, Sie bekommen Gäste und die gehen dann auf die Toilette und sehen sowas. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde das immer toll, wenn man so einen gewissen Clou dann auch auf dem Gäste-WC zum Beispiel hat. Ja, sehr genau, schön. Da gibt es ja auch so Gästebücher, wo man sich dann einträgt und alles drum und dran. Und da ist dieses Toilettenlicht wirklich genau das Richtige. Auch für Kinder stelle ich mir das toll vor. Oh ja, bestimmt. Für Kleinkinder, die vielleicht auch gerade erst das mit auf der Toilette gehen lernen. Wenn man das Ganze natürlich jetzt so spannend für kleines Geld gestaltet, wird da der Gang zur Toilette doch zur richtigen Freude für die Kleinen. 4,66 €, NX8713 und die 569, Ihre Bestellnummer. Und unten sehen wir immer wieder eingeblendet Kundenbeiträge. Super Teil, kann ich nur weiterempfehlen. Alle Gäste wollen gar nicht mehr mit Licht aufs Klo. Ja, weil es natürlich Spaß macht. Es ist was Besonderes. Es ist ein Hingucker, der einfach, wie gesagt, beim Toilettengang für richtig Freude sorgt. Ja, also von daher unbedingt zuschlagen, 4,66 €, das ist super und vor allen Dingen gleich auch mehrere bestellen, also wirklich für alle Toiletten im Haus oder vielleicht ja doch mal, gibt es einen Kollegen, der Humor versteht oder sonst jemand, wo Sie wissen, der da vielleicht auch sich immer drüber beschwert, oh nachts und so hell, konnte nicht schlafen, vielleicht doch mal auch als Geschenkidee, Sie kennen da bestimmt jemanden. Oder der
auch immer die Toilette belegt, liebe Zuschauer. Da kann man sowas auch schön verschenken. NX8713 und die 569. Sie dürfen natürlich so oft bestellen, wie Sie wünschen. Für 4,66 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Für Kinder, für alle ein Riesenspaß, so auf die Toilette zu gehen. Ja, und dann das eigene Geschäft zu verrichten. Wassermarsch. Ja, liebe Zuschauer, wir haben aber über die Gadgets gesprochen, die man auch toll verschenken kann. Und auf dem nächsten Platz ist ein Produkt in verschiedenen Farbvarianten, das sich wirklich perfekt als Geschenk eignet. Seien Sie gespannt, Platz Nummer 4. Unser hervorragendes USB-Feuerzeug, das endlich wieder lieferbar ist, liebe Zuschauer. Und Sie dürfen jetzt zugreifen. Ich muss gleich zu Beginn der Sendung sagen, noch sind die Bestände vorhanden. Wir können Ihnen nicht versprechen, wie lange noch. Das heißt also, es kann jede Sendung jetzt zu spät sein und dann bekommt man die vor dem Weihnachtsfest nicht mehr. Warum das so ein tolles Geschenk ist, das wird Ihnen jetzt gleich der Lutz erklären. Und deshalb gebe ich dann auch gleich mal an den Lutz seine Lieblingsfarbe, nämlich ja, das Lila. Das weißt du schon, genau. Also am Anfang hieß das immer, ja, lila ist ja eher was für die Damen, finde ich persönlich jetzt gar nicht, weil erstens ist es schon mal nicht lila. Damit geht es schon mal los. Sie sehen das hier. Je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht das jeweils anders aus. Und gerade auch so an den Rändern hier. Ich finde es ja eher bläulich, mal schimmert es ein bisschen grünlich. Also wirklich in allen Farben für mich die interessanteste Kombination, weil sehr, sehr ungewöhnlich. Und warum ist das jetzt bei uns auf Platz 4? Ganz einfach, das ist so ein typisches Pearl-Produkt. Das findet man wirklich nur hier, schauen Sie mal da unten, Sie sehen es, Micro-USB-Eingang. Das heißt, es handelt sich um ein akkubetriebenes Feuerzeug. Also kein Gas, kein Benzin, kein Nachfüllen, nur nachtanken. Wozu das Ganze? Das wird deutlich, wenn wir das hier oben mal aufklappen. An der Seite gibt es diesen kleinen Taster hier und dann... Tada! Das sind doppelte Lichtbögen, die hier erzeugt werden von diesem Akku. Und die sind natürlich extrem heiß. So Plasmabögen kann man sich vorstellen. Das heißt, daran kann man alles anzünden, was man will. Sei es nun die Zigarette, sei es die Kerze, sei es das Lagerfeuer oder auch Silvester steht ja auch jetzt irgendwann bald mal wieder an. Die Raketen, die Böller, da ist das ideal, weil das ist quasi auch ein Sturmfeuerzeug, weil diese doppelten Lichtbögen, die halten natürlich auch dem stärksten Windstand. Und Sie kennen das vielleicht auch, dieses typische Bild, wenn da die Rauchergrüppchen umeinander stehen und es pustet auch nur ein bisschen und dann also kannst du mal eben hier, okay, du weißt, was ich meine. Also das ist passé. Sie können dann einfach selber und dann, egal wie stark der Wind weht, passiert nichts, liebe Zuschauer. Halt, Stand. Aber das sagt auch die Presse, nicht nur der Lutz. Ganz wichtig, möchten wir ihn jetzt kurz einblenden, denn wir haben hier einen Testsieger. 5 von 5 Sterne mit dem Fazit. Zu dem derzeit unschlagbar niedrigen Preis bekommt man ein absolut Sturm- und Hurricane-taugliches Feuerzeug. 12,26 Euro. Die Frage ist jetzt nur, welche Farbe hätten Sie gerne? Wir haben die natürlich nicht nur in diesem lila, changieren, flip-flop, flip, Flick, Flack, was auch immer tun. Wir haben das natürlich auch in den klassischen Farben. Jetzt gerade für Sie eingeblendet, Farbvariante Schwarz. Auch wirklich sehr schön gemacht. Und vor allem möchte ich Ihnen jetzt gerade bei dem schwarzen Modell mal zeigen, wie das zu Ihnen kommt. Denn das ist schon ein richtiger Hingucker. Kann man gerne gravieren lassen, wenn man auch möchte. Das finde ich, ist wirklich für einen kleinen Aufpreis. Einfach da mal nachfragen, beim Schlosser zum Beispiel. Wunderschön, wenn man da Initialien eingraviert oder aber auch einen netten Spruch. Und dann kommt das hier so in Samt gebettet in so einer tollen Schatulle, liebe Zuschauer. Unten das Ladekabel, nochmal schön in Gold abgebildet zu Ihnen. Das heißt also, das ist direkt verschenkfertig. Und ich persönlich habe ja auch so ein Feuerzeug. Und wenn ich das raushole, dann wird da immer nachgefragt, wow, woher ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Ich habe das übrigens in Gold. Das zeigen wir Ihnen jetzt gleich. Alle kosten 12,26 Euro. Sie dürfen dann einmal entscheiden, welche Farbvariante es für Sie sein darf. Und liebe Zuschauer, das Goldene ist wirklich mein Highlight. Ich empfehle Ihnen, bestellen Sie gleich alle 3 Farbvarianten. Schenken Sie sich selbst eins. Und vor allem hat man hier ein tolles Geschenk für all diejenigen, wo man gar nicht so richtig weiß. Sie haben doch schon alles. Was soll man denn da verschenken? Da ist das was ganz Tolles. Und ich finde, wie gesagt, unseren Goldbarren hier auch ganz, ganz toll.
toll und edel vom Design. Ja, der Goldbarren ist in der Tat auch klasse. Ich möchte aber noch mal betonen, das ist jetzt ja nicht nur was für Raucher. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht Raucher und finde es trotzdem toll, weil, wie gesagt, ich zünde viele Kerzen an und dass man da einfach nicht mehr nachfüllen muss. Kein Gas, kein Benzin, es kleckert nicht, es stinkt nicht. Finde ich eine super Idee, auch für alle Nichtraucher. Umweltfreundlich, liebe Zuschauer. Ja. Da sehen Sie noch mal alle drei Bestellnummern. 12,26 Euro von der NX8776 über die 77 und die 78 für das goldenfarbene. Gleich bestellen. Wie gesagt, das war die letzte Auslieferung vor dem Weihnachtsfest. Wenn die Bestände jetzt vergriffen sind, werden Sie diese leider nicht mehr dieses Jahr bekommen. Und das wäre viel zu traurig und viel zu schade. Ja, und liebe Zuschauer, wir steigen so langsam aufs Treppchen unserer Gadgets und kommen zu einem riesen Bestseller, der unter keinem Weihnachtsbaum fehlen darf. Platz Nummer 3. Unsere Handyuhr und Smartwatch. Und liebe Zuschauer, die bereitet wirklich allen eine Riesenfreude. Sieht richtig stylisch aus und ist technisch wirklich eine Innovation. Oder, Lutz? Ja, also Smartwatches sind der Megatrend dieses Jahres, möchte ich meinen. Allerdings normalerweise ja ab einer Preisklasse von, sagen wir mal, 150, 200 Euro. Ich kenne sogar einige, die locker über 300 Euro kosten. Die aber trotzdem teilweise oder meistens sogar weniger können als unsere hier, die PX3914. Und die kostet, schauen Sie mal unten rechts, 28,41 €. Ist doch der Oberhammer, oder? Eine richtige Smartwatch und jetzt erzähle ich Ihnen, was die kann. Zum einen natürlich kann man vorne die Ziffernblätter wechseln. Das kann man mit einer normalen analogen Uhr nicht. Das heißt, man hat jeden Tag eine andere Uhr, je nach Lust und Laune und Kleidung. So, Smartwatch bedeutet aber vor allen Dingen, man kann die koppeln mit dem Handy, also mit dem Smartphone. Und dadurch sich dann Benachrichtigungen schicken lassen von sämtlichen Android-Handys ans Handgelenk. Also, Telefonruf ist eingegangen, da hat man verpasst. Oder ein Termin steht an. Oder der Wecker klingelt. Oder eine SMS ist eingegangen. Können Sie auch gleich beantworten. Oder was auch ganz praktisch ist, wenn man unterwegs ist und sagt, jetzt weiß ich gar nicht, müssen wir links oder rechts, kann man wunderbar dann auch sich anzeigen lassen, die Karte, wo muss man dann hin? Solche Geschichten. Genau, hier sehen Sie es jetzt gerade, dass man dann also nicht immer das Handy wieder auspacken muss. Und das natürlich gerade jetzt mitten in der kalten Jahreszeit, wenn man es in der Jacke oder sowas innen drin in der Innentasche hat, damit es natürlich nicht geklaut wird oder sowas, da kann man dann natürlich das einfach in der Tasche lassen und schnell ans Handgelenk gucken und sagen, ja, okay, den rufe ich später zurück. Sie haben Fitnessfunktionen, also Schrittzähler, Kalorienberechnung. Über die App, wie gesagt, gibt es gratis im App Store von Android, können Sie zusätzlich auch noch Ihren Schlaf überwachen. Das heißt also beispielsweise Ihre Tiefschlafphasen kontrollieren und sagen, okay, warum bin ich jetzt eigentlich Moment. Nach 8 Stunden Schlaf da irgendwie am nächsten Morgen irgendwie wie gerädert oder so? Und dann kann man mal gucken, habe ich vielleicht zu wenig Tiefschlafphasen? Schlafphasen, waren die zu kurz, komisch verteilt. Das gibt ja dann immer so ein bisschen Indizien, was man da machen könnte. So, und hier sehen wir jetzt mal, werfen wir einen Blick ins Innere. Links sehen Sie Micro-SD-Karte bis zu 32 GB. Da können Sie direkt Musik auch drüber hören, ohne Ihr Telefon, direkt von Ihrer Smartwatch. Rechts, das ist eine Nano-SIM. Sie können eine eigene Mobilfunkkarte einlegen in Ihre Armbanduhr. Das finde ich die Sensation, weil, und das ist das, was ich auch meinte, was viele andere Smartwatches eben nicht haben, egal wie teuer sie sind. Das heißt, sie sind völlig unabhängig von ihrem Smartphone, können das, wenn sie wollen, auch komplett zu Hause lassen und sind trotzdem erreichbar. Sie können angerufen werden, sie erreichen SMS, soziale Netzwerke, können antworten, raustelefonieren. Finde ich wunderbar. Gerade wenn man so denkt, dass man mal irgendwie abends ins Kino geht oder Theater und sagt, heute die Smartphones, die sind ja doch recht groß, so im Schnitt 5,5 Zoll, das sind schon kleine Prügel. Also wenn man den mal zu Hause lassen kann und sagt, so ins kleine Schwarze oder in den Anzug, will ich jetzt nicht mitnehmen, passt irgendwie auch gar nicht dazu, dann ist man mit der Smartwatch trotzdem noch bestens bedient, erreichbar und kann auch hinterher beispielsweise noch das Taxi rufen oder sonst was damit machen, wofür man halt ein Handy braucht. Ist eine Freisprecheinrichtung mit drin, das heißt, die können also Lautsprecher, Mikrofon auch direkt ohne Kopfhörer, ohne Bluetooth, ohne alles einfach am Handgelenk telefonieren, wie James Bond sozusagen. Grandios. Hier sehen wir es jetzt auch mal. Anrufen, wen Sie wollen. Und das Ganze übrigens auch noch weltweit. GSM Quadband. Von daher wirklich egal, ob Sie in Europa, in Asien, in Amerika sind.
Sie sind immer erreichbar. So, und jetzt wiederhole ich nochmal den Preis, 28,41. Für diese Hammer. Funktionalität, das ist, ich wage jetzt die Behauptung, unschlagbar. Also ich kenne keine Android-Smartwatch, die auch nur annähernd so viel, so viel kann. Liebe Zuschauer, deshalb ist sie ja auch so begehrt und beliebt. Die letzte Auslieferung auch hier vor dem Weihnachtsfest am 1.12. Sie sichern sich jetzt Ihren Bestelllistenplatz mit der PX 3914 und der 569 und den TV-Sonderpreis. 28,41 Euro. Sie zahlen erst ab Auslieferung, sprich am 1.12. Können aber zu 100% sicher sein, dass Sie Ihre Handyuhr und Smartwatch bekommen. Denn unser Bestseller ist so begehrt, liebe Zuschauer. Da muss man wirklich schnell sein. Sonst kann es sein, wenn die Bestellliste voll ist, dass Sie diese nicht mehr unter dem Weihnachtsbaum liegen haben. Und das wäre natürlich schade für all diejenigen, die auf jeden Fall eine haben müssen, weil jeder sie hat. Sie kennen die Sprüche. Ja, liebe Zuschauer, wir dürfen gleich mit einem riesen Bestseller weitermachen. Und es ist das beliebteste Produkt, das es bei Pearl je gab. Und es macht allen Spaß und Freude. Platz Nummer 2. Unser Hubschrauberball, liebe Zuschauer. Ich liebe ihn. Er macht so viel Spaß und so viel Freude. Und damit möchte wirklich jeder spielen, liebe Zuschauer. Das ist sensationell. Hier sehen Sie den einmal. Der ist selbstfliegend, richtig? Der ist selbstfliegend. Das ist das Tolle daran. Das heißt also einfach einschalten, einmal kurz schütteln und dann loslassen. Und schon hebt er ab. Das finde ich das Geniale daran. Und ich sage ja immer, die besten Ideen, die genialsten Ideen sind die, die super simpel sind. Und das ist hier wieder typischerweise sowas, weil das fliegt von ganz allein. Unten drin, unten im Boden, ist ein kleiner Infrarotsensor, bedeutet, der erkennt Hindernisse. Also beispielsweise, hier sehen wir es jetzt, die Beine, den Fußboden, die Arme, den Kopf, was auch immer Sie mögen. Und dann steigt der automatisch wieder auf. Das ist schon mal das eine. Vor allen Dingen aber, es kann sich daraus natürlich ein Spiel entwickeln. Sei es nur, ich habe es beispielsweise bei einem Kollegen mal gesehen, der hat sich 3 von den Dingern geschnappt und sagte, okay. Oder jetzt beispielsweise, schade, sehen wir nicht, Vivian mit der Nasenspitze, sehr gekonnt. Mhm. Frau Kollegin, Respekt. Ja, oder wie gesagt, mit mehreren gleichzeitig, dass man sagt, auf jede Hand einen, auf dem Fuß, also so jongliertechnisch. Ja, sehr gut. Ja, und wie gesagt, man kann, die Fantasie ist die einzige Grenze, die man da selbst noch hat, was man damit macht. Man kann auch Spiele, ja. Und Sie sehen vor allen Dingen, das war der ultimative Demo-Fall. Auch wenn das mal irgendwo man mit einem Finger reinkommt oder das gegen ein Möbelstück stößt, macht überhaupt nichts. Diese kleinen Flugkörper sind super leicht und vor allen Dingen, sobald die irgendein Hindernis erkennen, dass da irgendwas die Rotoren behindert, schalten die automatisch ab. Also auch den Möbeln passiert nichts, sind super leicht. Die Rotoren sind biegbar aus ganz kleinem, dünnem Plastik. Also da passiert überhaupt nichts, können Sie sorgenlos benutzen. Und vor allen Dingen, der Clou ist halt, es ist ansteckend. Es macht so viel Spaß, wenn man alles damit machen kann, zu zweit, in der gesamten Familie oder beispielsweise auch im Dunkeln kommt das toll. Wenn man dann nur noch diese leuchtenden, blinkenden LEDs sieht und die Kugeln und das sieht dann wie so eine kleine magische Zaubershow aus oder was auch immer. Also lassen Sie sich da was einfallen und Ihre Kinder, die werden sich auch ganz bestimmt was damit einfallen lassen. Allerdings muss man jetzt sagen, das ist wie gesagt ansteckend. Bei uns war es auch in der Redaktion so, als der neu eintraf, sagten alle, gib mir ein. Ich will das auch, her damit. Und auch ich war natürlich immer scharf drauf. Ich möchte das moderieren, weil es ist so ansteckend. Also wirklich für jeden, für alle Kinder und Enkel und wen auch immer, Kollegen, gleich rechtzeitig genug bestellen. Unser Kollege Ralf hat beispielsweise 20 mal eben geordert. 9,41 Euro, da darf man auch gerne mehrfach zugreifen. Die Auslieferung erfolgt ab dem 13.12. Auch hier wieder die letzte vor dem Weihnachtsfest, liebe Zuschauer. NX 9343 und die 56. 9, Ihre Bestellnummer. Gleich mehrere bitte bestellen. Man hat die jetzt auch schon an anderer Stelle gesehen. Da kosten die aber knapp 20 Euro für einen Hubschrauberball. Da kriegt man bei uns locker 2 Stück für, liebe Zuschauer. Und die machen halt einfach Spaß, wenn man da vielleicht auch mal 2 oder 3 zu Hause hat. Denn Sie werden sehen, wenn die Kinder damit spielen, sie möchten es auch mal ausprobieren. Da ist es ganz gut, wenn man da gleich mehrere zu Hause hat. Wie gesagt, Spiel, Spaß und Freude wird hier wirklich groß geschrieben und ist vorprogrammiert mit unserem selbstfliegenden Hubschrauberball. Zudem fühlt man sich wie ein Magier, wenn man das Ganze zum Schweben bringt. Ja, liebe Zuschauer, Trommelwirbel, Applaus, Platz Nummer 1.
für unseren Quadrocopter, liebe Zuschauer. Ich liebe den heiß und innig, abgrundtief. Das ist wirklich ein Geschenk, wie ich auch finde, das darf nicht fehlen, denn die Beschenkten werden sich wahnsinnig freuen, mit diesem Quadrocopter mal ordentlich Gas geben zu dürfen. Das ist auch mein persönlicher Liebling, weil, also das ist, damit sind sie ab Minute 1 flugtauglich. Bei anderen ist es so, man muss da auch nicht ewig üben, aber man braucht schon ein paar Minuten oder Stunden, je nach Talent. Und hier, Sie sehen es, selbst unsere Vivian. Selbst ich. Weil, Klassiker. Da ist ein Sekt, gell? Ja, musste sein, konnte ich mir nicht verklagen. Nein, aber es ist tatsächlich ja so. Ging mir ja auch so. Ich habe das Ding hingestellt, eingeschaltet, nach einer Minute lief das, weil 6-Achsen-Gyroskop und vor allen Dingen automatische Flugstabilisierung. Das heißt, der bleibt genau da, hart wie ein Brett, wo er steht, wenn Sie nicht auf der Fernbedienung irgendwelche Tasten bewegen. So, das ist schon mal klasse. Und vor allen Dingen, der hat unten eine Kamera eingebaut. Sie sehen diese kleine schwarze Kugel. Das heißt, Sie können aufzeichnen. Das ist kein Problem. Ich halte meine Moderationskarten sicher fest. Komm nur, trau dich, komm. Also, das Ding ist genial. Ich meine, hier diese kleine Kugel da unten drunter. So, und damit haben Sie dann eine HD-Kamera und können aufnehmen. Und vor allen Dingen sich das Ganze auch im Live-View, deswegen heißt das auch FPV-Quadcopter, also First-Person-View, kennt man von Videospielen, Games her, sowas. Und dann, als ob man im Pilotensitz selbst drin säße, so sieht man das dann durch die Kamera live auf seinem Smartphone. Das Smartphone koppelt sich per WLAN drahtlos hier mit unserem Quadcopter. Und Sie sehen es hier, wird vorne in die Fernbedienung eingeklemmt. Und dann sieht man aus der Perspektive der Drohne oder des Piloten, in Anführungszeichen, sieht man beispielsweise jetzt hier die Umgebung, den Garten. Und jetzt kommt der Clou. Das Ganze kann man dann auch noch über eine Spezialsteuerung, das nennt sich Headless, kann man eine Taste drücken auf der Fernbedienung und dann fliegt man auch auf dem Rückweg, ich nenne es jetzt mal, in der richtigen, mit der richtigen Richtung. Weil sonst ist es immer ein bisschen schwierig, das Umdenken am Anfang, dass man da sagt, okay, wenn die von mir wegfliegt, ist rechts, rechts, links, links, aber wenn die auf mich zufliegt, ist es ja genau umgekehrt. Und dann kann man sagen, okay, das ist von der Steuerung her definitiv sehr viel einfacher. So, und ich zeige Ihnen das hier auch nochmal da unten. Da haben Sie einen kleinen austauschbaren Akku. Das heißt, Sie können auch mehrere Akku-Packs benutzen. Jetzt schalten wir das hier nochmal ein, dann einmal auf der Fernbedienung rauf, runter. Mhm. Dann synchronisiert sich das automatisch mit der Drohne. Und dann muss man einfach nur sagen, okay, und jetzt starten, fertig. Was ich Ihnen auch noch zeigen möchte, ist, Sie können hier die kompletten Rotoren zusammenklappen. Ist das nicht genial? Das heißt also, wir machen das mal so, hier einmal hinten, zack, einmal vorne, zack. Und auf der anderen Seite, die hier, die sind einfach nur eingesteckt, die Beinchen. Und dann sind die vollständig, genau, so können wir es ja auch mal demonstrieren, genau. Und dann kann man das wunderbar auch wieder verstauen, platzsparend. Finde ich eine geniale Geschichte. So, und jetzt kommen wir auch noch mal zur Steuerung, weil Sie haben, die kann ich mal in der Zwischenzeit auch gleich mal hier ins Bild halten, guck mal hier, die ist auch super einfach. Wie gesagt, einmal zum Koppeln rauf, runter, so, und dann einmal hoch und dann startet der und bleibt erstmal da stehen, so lange, bis Sie ein anderes Kommando geben. Und wenn Sie dann beispielsweise diese Taste hier drücken, dann kommt diese Headless-Funktion zum Einsatz, die ich schon erwähnte. Oder hier oben, auch ganz wichtig, einmal hier drauf drücken, hoppala, ja, das... So, einmal draufdrücken, das ist übrigens einmal ausschalten, einmal einschalten, synchronisieren, also wirklich denkbar einfach. Hier oben draufdrücken, dann macht die Drohne einen kompletten 360-Grad-Turn, also ohne, dass Sie da Loopings erstmal einstudieren müssten, sondern einfach nur auf den Tastendruck und dann wupp, geht die einmal rum. Ich finde das klar, genau, super einfach, sensationell, macht einen Riesenspaß. Und wie gesagt, mit der HD-Kamera können Sie wunderbare Aufnahmen machen und ich finde das einfach super, dieses Live-Bild auf dem Smartphone. Das sieht man bei ganz, 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 ganz wenigen Drohnen. Ja, liebe Zuschauer, was die Presse sagt, schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Denn auch die ist voll des Lobes. Unser Testfazit fällt daher gut aus. Die Drohne punktet mit Kamera, Akkulaufzeit und einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, liebe Zuschauer, 94,91 Euro ist aber auch ein Spitzenpreis, den Sie jetzt hier bekommen. Mit der NX92 74
75 und der 569. Und wir fliegen jetzt gleich nochmal zu sehen. Und jetzt zeig doch mal diesen 360-Grad-Turn. Moment, da brauchen wir ein bisschen Platz dazu. So, da unten ist es jetzt etwas eng. Also, das ist natürlich schon, also ein bisschen üben muss man. Aber trotzdem, man bekommt das sehr schnell hin. Und wenn sie dann mal irgendwann abstürzt, überhaupt kein Problem. Einfach nochmal neu starten. Fernbedienung neu starten hier. Und dann zack, zack und los geht's. Also, das ist wirklich traumhaft einfach. Und dann hebt sie, Sie sehen, sie bleibt auch stehen. Es gibt übrigens auch eine Auto-Return-Funktion. Heißt also, wenn Sie sagen, okay, Sie soll jetzt wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkommen, auch wieder ein Tastendruck auf der Fernbedienung und die kommt bei Ihnen zurück. Liebe Zuschauer, ich gebe Ihnen auch noch einen ganz kleinen, feinen Tipp. Bevor Sie losfliegen, am besten erstmal aufladen. 94,91 €, die NX9274 und die 569. Also hiermit kann wirklich jeder fliegen. Und es ist tatsächlich so, es stimmt, ja, wenn die Vivian das fliegen kann, dann kann das jeder, liebe Zuschauer. Dann können Sie das auch. Und das mit Links kann ich Ihnen versprechen. Ich habe die selbst schon verschenkt. Und vor allem war das ganz, ganz toll, weil man jetzt natürlich gleich mehreren eine Riesenfreude damit macht. Zum einen der Person, der den Quadrocopter fliegen darf und die Aufnahmen machen darf. Aber Sie haben auch ganz tolle Familienfotos und Videos aus einer ganz anderen Perspektive. Da wird der Spaziergang mal richtig aufgepeppt. NX9274 und die 569. Ihr liebe Zuschauer, das sind unsere und Ihre Gadgets. Gehen Sie jetzt bitte in die Leitung und bestellen Sie Ihre Lieblinge dieser Sendung. Und dann viel Spaß beim Ausprobieren.